Hallo und willkommen zurück bei Going Medieval. Wir gehen ins Mittelalter und zwar im Herbst. In England, alles ist tot, von der Pest heimgesucht und nur unsere wackeren Mannequin in diesem aufstrebenden Ort, der demnächst eine riesige Großstadt werden wird, in 60, 90 Jahren oder was, keine Ahnung, in Sumpftown. Und wir versuchen uns wieder mal hier ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Ein Caldwell betet, Herr Boger rennt und Esselflett fragt, was soll ich mit diesem Gras, soll ich das essen oder nicht? Schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. So, wir haben ja schon einiges vorgebaut und geplant, nur unsere Mannequin haben halt keine Zeit, das zu bauen, alles. Ja, zu viel zu tun. Aber das ist immer eine beliebte Ausrede, ja, zu viel zu tun. So, macht hin, Leute. Gut, es wird, sag ich mal. Ihr braucht auch wieder Alkohol. Okay. Das müsste mal fertig werden, das hier müsste fertig werden. Eieiei, so bauen die das hier alleine ab, frage ich mich jetzt immer noch. Die Birken. In 3 Tagen sind die fertig. Weil dann hätte man da auch immer gut Nachschub an Holz. Ausgewachsen. Mal wegmachen. Ah, da war Tätigkeiten. Der einzige, der momentan Holz hackt, habe ich so das Gefühl, ist der Caldwell. Dann soll der auch mal Holz hacken, ja? Odrik. Wir brauchen Material. Wir brauchen ganz viel Material. Wir müssen hier komplett alle sämtlichen englischen Wälder abholzen. Es hilft einfach nichts. So. Und hier das. Weg. Weg. Dauert es also ein bisschen, bis sie da sind, aber weg. Der kann auch weg. Oh, das Ding ist auch groß geworden. So, die baut hier fleißig ab. Kann man das hier ein bisschen... Wir können mal Textilien lagern, okay. Medizin. Essig, okay. Aber hier kann man kein Alkohol lagern. Ich würde ja gerne mal sehen, was die mit dem machen. Weil der verschwindet einfach nur irgendwie so im... Nirgendwo. Mahlzeit. Dubioses Mann. Dubioses Mann, okay. Oh, Räucherfleisch. Ah, hier. Stimulanzien. Aha. Okay. Ich geh mal sehen, was damit passiert. So, was war? Forschung. Ah, wunderbar. So, schmelzen kann ich mal noch nicht. Wir können die dekorativen Strukturen bauen. Okay, machen wir das jetzt mal. Scheiß drauf. Dann können wir mal wild hier um uns rum dekorieren. Küche. Nee. Küche. Da haben wir gar keinen Platz mehr für so Regale, ne? Das müssen wir da bauen. 2 Keramikregale. Wir müssen die Küche vergrößern, habe ich so das Gefühl. Wanddekoration, Keramik, Wandregal. Jetzt können wir eins dahin bauen. Eins hier über die Feuerstelle oder was? Oder passt hier noch eins hin? Neben die Tür? Ja. So, dann kann ich das schon mal benutzen für ihre Kochkeramik-Gedöns. So, hier ist unser Essensraum. Ja, da könnte man auch was aufhängen, so über diesen Kram, ne? Hier gibt es doch sowas, Schildwanddekoration. Da brauchen wir wieder einen Eisenbahn, den haben wir nicht. Was ist das? Knochen. Oh, dafür brauchen diese Knochen.
Okay. Was macht das Ding dann? Erhöht das irgendwie unsere Zufriedenheit oder sowas? Deko? Hm. Oder sieht das einfach nur schön aus? Weiß ich nicht. Ich meine, ein toter Hirschkopf, weiß ich nicht, ob das schön ist, aber... Muss ja irgendeine Funktion haben. Mutig doch mal. Werkzeug, das brauchen wir. Und das ist dann so für die Beta. Die Beta-Phase. Leinenstoff. Was ist das hier? Leinenstoff. Ah, Hammer. Wir können so einen Banner basteln und dann hier irgendwo hinstellen. Fackel dahin. Bis hier so auf die Burgmauern setzen. Und so nicht so an der Burg. Oder so. Geht das? Oh. Ist das frei sein oder wie? Du kannst es aufs Haus setzen. Wie geht das? Wie platziere ich das Ding? Oben drauf. Oder wie? Drin. Nee, das geht nicht. Kann ich das hier ins Haus zimmern oder was? Ah, tatsächlich. Ja, gut, dann haben wir hier unser Banner. Okay, dauert noch. So, hier wächst ein Baum direkt in den Zaun rein, in die Palisade, ist auch nicht so. Leute, was soll das? Auch schön hier die herbstliche Färbung hier. Sieht nice aus. Wupsi. Ja. So, machen wir noch reichlich Fleisch oder nicht? Okay, dann kann man das hier auch ein bisschen runterfahren. Topf. Und räuchern können wir ja. Dann können wir ja nochmal den Befehl geben, dass die dann mehr räuchert. Wenn wir mehr haltbares Essen haben. So. Akku läuft auch die Produktion. Interessant. Da wird hier nichts. So, saufen hier das Zeug direkt. Ist aber durstig. Wer ist denn nicht durstig? Alle sind durstig, obwohl wir Alkohol machen. Obwohl das Einzige, was sie trinken, Alkohol ist. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das... So ausgereift, keine Ahnung. Komisch. Komisch, komisch. Da haben wir noch keinen Bock dazu, okay. So. Dann müsst ihr mal weg hier, das Zeug. Aber der Brand ist jetzt immer noch zufrieden, ne? Obwohl ich mir ja ein bisschen die Freizeit weggenommen habe. 39. Oh, der ist der Älteste, Herr Burger. Also die. Und dann Esselfett. Ei, ei, ei. Ja, das ist ziemlich alt hier, ne?
Und dann brennt allein zurück. Eieiei. Das ist so gutes. Da kommt er allein nicht klar. Kann ja nix. Okay, geht's jetzt rund, wie es aussieht? Oh, sie ist happy. Warum? Was ist mit dem? Moment. Hat hier so ein Smiley-Symbol neben sich? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist mit dem los? Gut ausgeruht. Stimmung ist neutral. Stimmungsvorgaben. Fröhlich. Der ist 100% fröhlich. Stimmt mit dem nicht? Was haben wir denn da? Ach, der ist eh so ein Frohgemut, ne? Eisernen Magen. Ah. Hat immer noch Optimismus. Hä? So. Hm. Zweimal Arbeitszufriedenheit. Aha. Komisch. Na ja, okay, dann ist er happy. Schön, dann arbeitet er besser. Hab ich jetzt nichts dagegen so großartig. Muss ich sagen. Also, why not? Why not? Brennt Forsch durch den Wolf, das ist gut. So, René-Stübchen. Oh, guck mal, hier haben sie jetzt plötzlich Mauer, also eine Wand gezogen. Jetzt hat doch jemand noch irgendwo eine Aufgabe gefunden. Das ist doch geil. Zur Not hat mir hier auch noch Zeug, ne? Ob ich da brauche, weiß nicht. Könnt ihr diese Kleidungsgedöns hier da mal wegtransportieren? Hier können wir auch Veganen bauen, ne? Moment. So. So, dann können die drum rumlaufen. Nee, das ist Quatsch. Lagern die Mahlzeiten, Roh, Textilien und Medizin. Was ist denn Roh? Rohmaterialien vielleicht? Gut, weiter geht's, Freunde. Gibt noch viel zu tun. Lasst es am Boden liegen. Hm. Er hat wieder ein Buch gemacht. Sehr schön. Schmeißt es direkt auf den Boden. Ja, weg damit. Bisschen stört. Hm. Steht auf dem Buch, ne? Okay. So klein. Ja, gut, das ist 1,58. Ja. Das ist jetzt beabsichtigt war von dem Programm oder ist das immer so? Das weiß ich jetzt nicht. Ach, der ist da unten am Ausschachteln. Schachten. Ey, muck der Schachtel da unten. Ist reif. Kann man ernten? Okay. Oh, ganz viel leckeren Kohl. Hm. Nee. So, hier wird jetzt die Umrandung gebaut. Sehr schön. Für unser seltsames Konstrukt da unten. Jetzt regnet es schon wieder. Oh. Ja, jetzt wird erstmal gezecht hier. Sehr schön. Der ist immer noch happy, der Mann. Was ist mit dem los, ey? Der wird gezockt. Hier wird Alkohol gebraut, aber was machen die mit denen? Geht nicht das Zeug rum. Hm. Zerfällt doch bald. Ja, ich erschreck mich mal zu Tode.
Angriff der Abkömmlinge! Sie wollten Sklaven, sie wollten Blut, wilde Räuber, die plündern und brandschatzen, stürmten ein Dorf. Feuert. Nicht schon wieder! Die Fahne kommt mir bekannt vor. Oh, wir kriegen jetzt 4, 5, 6, 7 Mann. Ein wilder Abkömmling. Marodeur. 4 Abkömmling-Marodeure. Das ist jetzt ein wilder Abkömmling schlimmer, oder was? Und 2 Bogenschützen. Oh, nee. Von wo kommen die? Von da. Das heißt, ja. Hier können sie nicht ran. Dann müssten sie aber auch von da eigentlich kommen. Leider ist das hier noch nicht fertig. Okay. Gucken wir erstmal. Lass mal hier den kurz noch Ordrick ein bisschen arbeiten. So, jetzt kommen sie da hoch. Dann da hoch, okay. Forschung verfügbar. Hey! So. Reicht aber immer noch nicht fürs Schmelzen. Das ist nur Pilleballern. Gut, dann kann ich mal sagen. Oh, wir sind gerade fast mit dem Alkohol fertig hier. Der fermentiert so schön gerade. Na gut. Hilft nichts. Wir müssen alle zum Waffen rufen. So, versammelt euch erstmal hier. Nee, das hat nicht funktioniert, glaube ich, oder? Ne, wo ist denn hier die unsere Bogenschützin? Die soll ich mal hier oben hinstellen. Und unsere andere auch hier oben hin. Der Rest soll erstmal hier sich in der Mitte versammeln, damit ich weiß, wo die sind. Mach den Kelpel jetzt da. Geh da hin, du Vogel. Wo sind die Hernies? Da. Die sind ja auch noch nicht so ganz einig, wo sie hin wollen. Die einen laufen zurück, die anderen nach vorne. Das ist der wilde Murdak. Ich bin hier Trefferpunkte gehabt? Nee. Das ist der Redmund, der Feind. Und das ist der Wilfried. Nee, Wilfried heißt der. Ich hab der Wilde gelesen. Ich glaub, ja. Nee. Das ist der Bogenschütze. Wo ist denn dieser wilde Typ? Aber da war doch ein ganz wilder dabei. Naja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ach, hier sind ja, kommen ja noch welche. Aha. Hier haben wir den Olin und noch hier den Beorn. Beorn! Ah, guck mal an, hat der Herr der Ringe gelesen. Die laufen zum Glück noch sehr unkoordiniert hier durch die Gegend. Bin mal gespannt. Komm, Sibyl. Schnappe sie dir. So, stopp. Die könnten auf jeden Fall den hier angreifen. Die auch. Hier, komm. Schießt einen Langbogen auf ihn hier. So. Nehmen den hier mal unter Feuer. Nee, oder den. Hier haben die Mauer rumlaufen. So. Ja. Komm, schalt hier den Bogenschützen mit aus. Erstmal hier im Tor beschäftigt sein. Der soll da lang laufen. Der will hier reinkommen. So, wir gehen mal hier lang. Ach ja, den haben wir schon bald hier. Den Dunstan. Dann schießt mal auf den hier. Der da schon mal was Schaden hat. Und dann weiter auf den. Nee.
Bleibt hier oben, ihr dummen Hühner. Entschuldigung. Dann schießt halt auf den, wenn das den anderen nicht wollt. So. Der muss erstmal durch die Tür kommen. Der ist dabei. Ah, der rennt hier rum. Hm, hätte mir die Falle noch. Oder ist durch die Falle gelaufen? Weiß ich nicht. Der hat auch ein bisschen Schaden. Hm. Wenn wir die aufteilen. Okay. Wie geht er hier hin? Und er auch. Dann haben wir zwei da, zwei da. Die Mädels hier schießen mal weiter auf die Typen hier. Die Essen Flat. Ja, der ist nicht so aus der Reichweite, oder? Kriegt ihr den noch? Ich hätte den guten Langbogen. Ah, verfehlt. Den hat's erwischt. Und die kriegen schon mir fett weg, ne? Auch erwischt. Kann eh nichts machen. So, der ist weg. Sehr gut. Sehr gut, Mädels. Wunderbar. Sehr schön. Die habt ihr schon mal erwischt. So, dann würde ich mal sagen. Den haben wir hier auch. Gehen wir hier hin. Kannst hier die Jungs unterstützen. Und du. Hier hin. Dann kannst du hier auf den schießen. Die zwei schnappen sich hier. Ne, gehen erstmal zurück. Der Brand ist hier alleine. Nee, ist nicht gut. Rückzug, Brand! Oh, das sieht nicht gut aus. Bleibst mal. Wenn der hier reinbricht, oder was hat der vor? Also, okay. Wie wir stürzen jetzt dahin. So. So. Essen vielleicht, muss ich vielleicht ein, zwei, drei, vier geben. Dann würde ich Wilfried angreifen. Kerlfeld und Brent. Ebenfalls. Ich glaube, Brent geht hier noch drauf, wenn wir Pech haben. Hey! Okay, jetzt zieht euch mal das zurück. Brent humpelt schon. Erste Flat könnte diesen Ausbären hier unter Beschuss nehmen. Kriegt jetzt schon mal einen schönen Pfeil ab. Jawohl, verfehlt leider. So, macht ihn alle, Jungs. Jawohl. Komm, gib's ihm. Oh, Brent hat's erwischt. Aber Caldwell macht das schon. So, das dürfte unter Kontrolle sein. So, jetzt haben wir hier das Gemetzel. Würde man sagen, alle zusammen auf diesen Rollen. Ups, das war's schon. Uff. Sieg! Die belagerten Siedler wurden im Herbst des Jahres 1353 angegriffen. Verdammt langes Jahr, ey. Ihre Tortur dauerte 4 Stunden 31 Minuten. Zum Glück überlebten alle Siedler den Überfall. Okay, nur Brent hat eins auf die Mütze gekriegt, mal wieder. 5 eingesprungene Feinde starben während des Kampfes. Essel, Flats, Gale war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Ja, mit dem Bogen. Brent Drake nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Sumpftauen in der Stunde der Not zu verteidigen. Audric Wallace wehrte die meisten Treffer ab, was vermerkt werden sollte. Also kann gut mit Schildung gehen. Einige Gebäude von Sumpftown wurden in dem Bombardement feindlicher Waffen zerstört. Holztür. Holztür. Kaputt. Nichts gut. So, macht denn alle hier. Komm, gebt ihm den Rest, den Schweinehund. Gebt's ihm. Zack. Jawohl. Und den schnappen wir uns auch noch. Komm. Stopp. So. Verfolgt den. Mach keine Gefangenen hier. So. Jetzt müssen wir ihm den Befehl geben, dass er ihn. Ne, wo ist denn Brent? Quatsch. Brent ins Bett trägt, sonst ist der
Amor schießt der. Das ist nicht so gut. Stopp. Und erst so, vielleicht können wir hier oben mal hinlaufen. Dann kriegen wir vielleicht den letzten Räuber auch noch. Den Bogen. Na, der läuft ganz schön. Der läuft um sein Leben hier. Okay. Den kriegen wir nicht mehr. Der ist weg. Okay. Dann können wir alle demobilisieren. Weg. So. Eieiei. Okay, Caldwell ist auch angeschlagen. Und Brent. Das ist wirklich blöd, weil ausgerechnet Brent ist unser bester Heiler. Aber okay. Wir haben ja Kräuter genug. Da hat zweimal eine Leiche. Okay. Armes Gemüt. Ja. Ja. Wunde behandelt. Oh je, Brent ist aber. Den hat es aber echt erwischt, wa? Geprelltes Bein, geprellte Arm, geprellte Brust, leichte Seitenverletzung. Okay, den haben sie ein paar Mal eine über die Beine und Arme gestoßen oder was? Motorische Funktionen verloren. Ungeschickt. Das heißt, der wird jetzt nicht mehr so einfach mit Hammer und Meißel umgehen können. Gut, aber dann wird ja auch irgendwann genesen. So. Was haben die Typen denn hier fallen lassen? Kann man da irgendwas von gebrauchen? Jetzt haben wir hier einen Streitkolben. Ja. Den haben wir so im besten Zustand. Ein Dolch. Ja, okay, haben wir nicht gehabt. Ein Helm aus Leder. Naja, haben wir nochmal einen Helm. Wollwinterkleidung, die taugt nicht so viel. Die ist gut. Und auch nur noch die Hälfte der Trefferpunkte. Die haben ja halt schon ein paar. Da müssen wir Gräber anlegen. Ne? Ein paar Treffer abgekriegt von uns. So, ich mache mal hier unsere Räubergrabstätte hier. Das ist Abschreckung. Was ist das hier nochmal? Hier. Diverses. 1, 2, 3, 4, 5. Wir hatten ja schon mal eins. Vorsorglich. Hier liegt auch Zeug rum. Haben wir hier mal ein Schild gekriegt. Nochmal ein Käppchen. Minus 5 ist plus 1 Grad. Das könnte man also auch im Winter tragen. Haben wir noch Wollkleidung, nochmal ein Dolch. Oh, eine Rüstung haben wir mal gekriegt. Da könnte man nochmal einen mit einer Rüstung ausrüsten. So komisch das klingt. Das nehmen wir mal mit ins Lager. Ein Schild können wir auch gebrauchen. Und vielleicht nochmal so ein Dolch. Hm. Kann man einen mit zwei Waffen ausstatten? Wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung. Na gut. Wollkleidung, ja, weiß ich nicht. Die Rüstungsleder ist so lala. Die Wollkleidung ist solide. Okay, die nehmen wir mit und das Ding können wir verrotten. Hier liegt auch noch Zeug, mein Gott. Was haben wir hier? Winterkleidungsleder schlecht. Kettenrüstungseisen, heuiuiui, okay. Hier haben wir noch einen Helm aus Leder. Der ist so ein bisschen kaputt, leider. Hier noch einen aus Leder, der ist noch schwach. Der ist besser, in einem besseren Zustand. Hier haben wir noch mal einen Kriegsbogen. Aha, den können wir gebrauchen. Und hier haben wir noch mal Wollwinterkleidung. Die ist schwach. Die Rüstung nehmen wir auf jeden Fall, oder? Auch wenn sie nur 16 Trefferpunkte aushält, aber besser als gar nichts, denke ich mal. Hm. Geringe Wirkung auf Bewegungstempo. 1,3% Rüstung. Die haben ja gar keinen Rüstungswert. Schade, dass die schon so runter ist. Ne? Die haben nochmal einen Kurzbogen. Ja. Brauchen wir nochmal einen? Ich weiß nicht. Die Kappe können wir noch mitnehmen. Vielleicht nützt das was im Winter. Das Ding. Winterkleidung ist Leder. Ja, Winterkleidung hat eigentlich jeder. Ja, gut, nehmen wir diese Rüstung mal mit. Beziehungsweise das. Schwach. Das, was mir hier liegen. Das können wir vielleicht mal gebrauchen. Weiß nicht, vielleicht kommt ja noch einer dazu. Dann können wir dir noch eine Kleidung geben. Hier liegt hier auch noch was rum. Nee, das ist Gedöns. Was ist das denn hier? Eine Eiche.
kaputt. Klein, mini, also. So, haben wir hier einiges. Unsere Schlacht geschlagen. Oh je, die Siebel ist aber auch aus allen. Ui. Das sieht doch nicht gut aus. Das ist nicht schön. Deshalb machen wir da mal ein Bildschirmfoto von. So. Nee, das ist echt nicht schön. Puh. Das ist auch eine leichte Armverletzung. Moderat. Was ist für die moderat hier? Was ist das hier eigentlich? Verbannen. Nee, warum soll ich das tun? Naja, gut, wenn sie eine ganz doof anstellt. Ne? Aber sie möchte trotzdem noch an den Alkohol. Das finde ich eine gute Einstellung. Ja, tatsächlich, die arbeitet noch, ne? Ja, auch. Oh Gott, ey, die müssen eigentlich alle zum Arzt. Also. Oh. Jetzt sollten wir den Verwundeten heute ein bisschen längeren Schlaf gönnen. Der kann arbeiten. So, die zwei sind auf jeden Fall angeschlagen. Und der Brand E. Der kann auch mal da schlafen, der hat es eh nötig. Yes, das war mir. Okay, ja. Die sitzen jetzt und feiern den Sieg. Ja, yeah, oh, der Hirschkopf ist fertig. Wahnsinn. Okay. Also Flat trinkt. Ja, das hat sich auch verdient. Das ist ja wirklich unser Hulk hier im Ort. So, wo sehe ich jetzt, ob die Alkohol jetzt trinkt hier? Trinken. Die trinkt jetzt. So. Das heißt, ihr Trinkbedürfnis, verzweifelt durstig, müsste dann danach weg sein. So, zweimal eine Leiche. Ja, wenn du hier in dem Ort bleibst, da siehst du noch viele. Da siehst du noch viele. Und wie sieht es hier mit Odrik aus? So, viermal eine Leiche. Hm. Ja, ich, was soll ich machen? Die Toten. Wir haben ihn schon beseitigt, der trinkt auch. Aber sie trinken jetzt, okay. Was ist denn das Trinkbedürfnis danach noch nicht? Esselflat. Jetzt ist es. Der Durst ist jetzt beseitigt. Okay, jetzt hat sie getrunken. Bei ihm noch nicht. Jetzt wirkt's. Aha. Das ist auch seine Stimmung gestiegen dadurch. Ah, hat sich Alkohol. So, ja, okay, interessant. Ist ja nicht hier, liebe Kinder, das bedeutet für euch aber nicht, dass ihr jetzt saufen sollt. Benötigt Alkohol. Das können die auch süchtig werden? Wollen wir nicht hoffen, ne? Aber die saufen sich dann nicht in das Mittelalter, sagen wir mal so. Die saufen sich halt den Ort schön. Oh, oh Gott, naja. Waffenständer, ja, da müssten wir eigentlich auch mal, vielleicht noch einen bauen. Hier liegt ja schon einer da. Glump! Ja, dieses Ding. Ich weiß nicht, ob die Fallen was genutzt haben, aber ich glaube, der eine oder andere ist da reingelaufen, hatte ich so das Gefühl. Ich kann hier nur einen hinbauen. Ist ja wurscht. So. Was liegt hier jetzt rum? Mal schlecht sehen. Ne, da liegt nur Reisig bisher. Liegt das überhaupt da? Naja, ist auch ja. So, die Wunden von Siedlern müssen versorgt werden. Ja. Warte mal, wer ist denn unser bester Heiler außer Brent, der ja, oder denn? Der holt sich jetzt den Alkohol von der Quelle. Der ist jetzt gerade selbst verwundet. Wer ist denn der nächstbeste Heiler? Keiner. Scheiße. Caldwell ist ja auch. Medizin 3. Odrik. Oh. Da sind die alle nicht so doll drin, ne? Also Caldwell und Odrik, würde ich mal sagen. Wo Caldwell ja selber. Dann sagen wir mal, Odrik soll jetzt heilen.
Brent ist eh so gerade nicht so zurechnungsfähig. Der ist ja immer noch, ja, angeschlagen. So eine Leiche. Ja. Nur eine bisher. Dann bist du nochmal gut davon gekommen, mein Freund. Ja, okay. So, gucken, was er jetzt macht. Du humpelt jetzt hier zum Alkoholherstellerapparat. Ja, wirklich, das wird ja nicht mehr so ganz gerade gehen. Oh, ja, wirklich. Der hat sich jetzt direkt da was zu trinken geholt. Ach, ist das unser Vorrat an Alkohol? Ah! Habe ich noch gar nicht gesehen, dass der hier steht. Die machen so kleine Fässchen. Ah! Gott, habe ich vorhin ja nie gesehen. Aber wir hatten noch nie so eine Produktion, deshalb. So, dann hat er nur noch ein Problem mit der Hässlichkeit und dass er Leichen sieht. Aber gut, ja. Sehe tote mittelalter Menschen. So, jetzt kann er mal pennen, damit er sich gesund schläft. Ist jetzt eigentlich eh. Ja. Dann sind die noch wach, sind Odrik und Herr Burger. Die muss dringend noch mit ihrem Holzcode reden. Was hat er vor? Geht in den Wald zum Pinkeln oder was? Oh, boah, das sind hier viele Hirsche. Heidenei, okay. Hm. Unsere Fleischproduktion. Oh Gott, hier die liegt über das Fleisch am Boden rum. Die Regale sind gebaut, okay. Aber wir brauchen ja, um eine perfekte Küche zu haben, auch noch ja, der macht ja Fleisch. So 60. Dann machen wir hier noch mal was rein. So, mit das Fleisch da reinkommt. So, die müsste mal irgendjemand wegtransportieren eigentlich. Das kann mir jetzt allerdings Brent nicht anlasten. Okay, Audrey hat nochmal einen Baum gefällt. Das ist nicht vorbildlich. Komm, wo du rumstehst. Kannst du den Typen nochmal wegmachen. Die hat anscheinend ja alles gut überstanden. Hm. Die hat einen Buckler, einen Helm, die ist eigentlich ganz gut ausgestattet. Die ist auch gut im Nahkampf, ja. Könnte ich dir was Besseres geben als Waffe? Was hat die denn hier? Dieses Kurzschwert aus Stahl, das macht 4,47 Schaden. Ist ja gar nicht mehr so schlecht. Ne, das ist das Ding ja gar nicht mehr besser. Hm. Was ist das hier? Rüstungsslot. Ne, die kann nur eine Waffe tragen. Also könnte man ihr nicht noch einen Dolch geben als Zusatzwaffe. Und sie hat Winterkleidung aus Leinen, die ist gut. Da bringt es auch nichts, hier sowas zu geben. Der Helm hier. 4,93% Rüstung. 2,84. Ich könnte natürlich diesen Helm hier nehmen. Sich damit ausrüsten. Ja, der ist besser als jemand, den diese sie hat. 2,84% Rüstung, 4,93. So, dann nimmt sie den Helm. So, dann hat sie schon mal eine hübschere Kopfbedeckung. Na? Naja, das ist so ein Spangenhelm hier an, so einen keltischen, oder angelsächsischen. Und dann kann sie den Typen hier mal hier da wegräumen. Ich hab die doch so, der hier nicht mehr da so unschön rumliegt. Macht doch keinen Spaß, wenn über die Leichen immer, ne? Riecht noch irgendwann. Heieiei. Gut, dass wir schon mal ein Grab vorbereitet hatten. Komm, Herr Burger ist jetzt hier unsere professionelle Bestatterin. Tut mir leid, du bist jetzt dran. Du bist pennt leider. Die ist aber noch gut gelaunt, oder? Sah viermal eine Leiche. Nee, ist nicht so gut gelaunt, aber können wir machen. Wenn du in diesen Ort kommst, kannst du eh jede Hoffnung fahren lassen. Also
So, die Pens. Ja, jetzt kommen sie auch mal ins Bett. Jetzt schon mal zwei Bett haben. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben mal alle was abgekriegt hier, ne? Jetzt auf Essen Flat und sie eben, weil die eben einen Bogen geschossen haben, haben wir natürlich auch keine Nahkampftreffer abbekommen. Ja, dann geh doch beten. Mensch, draußen steht er dumm rum. Mit Kerzenlicht sogar, oder Fackelschein. Ah, für den Winter müsste ich ja natürlich auch einen Ofen hier anbauen, ne? Wie viel Grad haben wir denn eigentlich? Oh, well, I think it's a little bit cold in here. Brauchen wir diesen doofen Schemel? Nee. Sehen hier einer drauf, ne? Jetzt Gelegenheit haben wir ja für alle, ne? Gut. Ach ja, hier liegt ja auch noch einer rum. Wie alle allen Ecken liegen hier Leichen rum. Das ist. Das können wir noch gebrauchen. Das scheint ganz gut zu sein. Beides Eisen. Wollwinterkleidung. Schwach. Hier haben wir eine Eisenhaube. Oh, die hat aber eine gute Rüstung. Die nehmen wir mal. Und hier haben wir nochmal ein Schild, solide. Ja. Können wir Brand geben. Ich glaube, da können wir ein Schild gebrauchen. Eine Rüstung aus Leder. Die können wir natürlich auch nehmen. So viel Rüstung haben wir nicht. Und den Typen können wir dann wegschmeißen. Also, ne? So, und schlaft euch aus, Kinder. Bis zum nächsten Tag. Nicht immer noch das Gedump rum hier. Ja, das war die Schlacht um Sumpftown. Gucken wir mal. Was als nächstes passiert. Hier müssen wir nochmal ein Dach draufsetzen, wenn das fertig ist. Ich denke da, was für ein Dach. Das hat mehr Trefferpunkte. Geht das? Hm. So ging das. Ja, guck, wie das dann aussieht. So, oh, das geht. Haben wir einen kleinen Windfang sozusagen hier gebaut. Das ist noch nicht fertig. Ich dachte schon, haben wir wieder das Fenster komisch angebaut. So. Ja. Da. Das war's wieder mit Going Medieval. Wir haben unsere nächste Schlacht geschlagen. Wieder mal siegreich. Überall liegen die erschlagenen Feinde unseres Dorfes. Ich hoffe, es ist ihnen eine Lehre für die Zukunft, sich nicht mehr mit uns anzulegen. Alle haben es halbwegs gut überstanden und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit unseren angeschlagenen Kriegern hier in Sumpftown im Jahr 1353. Und dann gucken wir mal, also die Fallen hier ausgelöst oder was? Anscheinend, weil die da reingelaufen sind oder wie? Die haben auch noch Trefferpunkte. Hm. Naja, dann gucken wir mal, wie es im Winter wird und ob wir das überhaupt alles überleben. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal in Sumpftown des Todes. Bye, bye.